And don't come back. Genau, Erik. I had no choice. A third-rate fighter like me, I was never gonna make enough dough to keep the place open. So when I heard that voice, drifting up from down here, right beneath the orphanage, I listened. All I had to do was help him out, and he'd make me the toughest fighter around. Seemed like a pretty sweet deal. So I said, sure. I wanted to win the tournament so bad, needed that money so bad, I let him use me. I knew it was wrong, but that orphanage, man, that's where I was raised. Those kids are my family. I had to do it. I had to. So you let your desire to help the Bairns get the better of you. Well, there's certainly been greater evils done for less good. Tell you what, I'll have a word or two with the mayor. Don't worry, lad. We'll make sure the orphanage is looked after. So chin up, eh? Just don't let me catch you making deals with nasty beasts again. You hear? Sir, I don't know what to say. Nachdem sie den Fall der verschwundenen Kämpfer erfolgreich aufgeklärt haben, verbringen der Tigerle und Gefährten die Nacht in der Herberge. Endlich wieder volle Mana! Wakey, wakey, little soldier! Leonardo, halt die Schnauze! Come on now, time to get up! I said wake up! Morning, darling! Hate to drag you out of bed, but we need to head up to the arena. That prize they never got around to giving you? Well, they want to hand it over. Let's get moving, before they change their mind. Ah, den Preis habe ich ganz vergessen. If you're looking for me, I'll be in the cheap seats. Don't forget to give me a wave. Erstmal Bank. 5.818 haben wir. 15.000 haben wir drin. Einzahlen. Okay, wir merken uns einfach einmal nach unten drücken. 20.000 haben wir jetzt. So. Darüber müssen wir. Ab nach oben, Jung. Hallo, der Diggerle. Wie läuft's denn so? Ihr könnt jetzt noch nicht gleich rauf in die Arena. Sprecht vorher bitte mit dem Typen am Registrierungsschalter. Die wollen bloß sicherstellen, dass ihr für die Preisverleihung bereit seid. Ihr wisst ja, wo es zum Schalter geht, oder? Der ist gleich dort hinter dem Aufzug. Echt jetzt? Den da.
Hey, der Tigerle, es ist Zeit für die Preisverleihung. Tom ist wieder auf den Beinen und kann es kaum erwarten. Er ist schon in der Arena. Alle warten nur noch auf euch. Ich bringe euch besser gleich rauf. Wenn ihr mir bitte folgen würdet. Ach, so geht das. Okay, dann machen wir es halt so. Oh gut, habe ich doch kein Problem damit. Ich wäre auch selber hochgegangen. Kein Problem. Alright everybody, it's time to bring this year's Masked Martial Arts Tournament to a close. It's prize giving time. Yo, her damit. Ladies and gentlemen, I give you our champions, the Invincibles! And now, to present the prize. Hold up! Hold up! Seems kind of a shame to have the good folks of Octagonia come out and support us and not give them a show to enjoy. Why don't we make this interesting? I challenge you to a fight for the prize, partner. Winner takes all! Ladies and gentlemen, the gauntlet has been thrown down! Now that's the stuff champions are made of! Ja, ist ja klar, wir brauchen den ja, ne? Das heißt, wir müssen annehmen. No backing out now, unless you want to ride on your hands. Fooled ya. I don't do that stuff no more. I fight clean or not at all. Now let's do this! Na, dann müssen wir halt nochmal. Oh, Alter, ich muss aufs Klo. Let's do this thing! Mal gucken, ob wir das kriegen. Fall stehen da. Kann man denn hier schlafen legen, wenn wir nicht können? So klar. Alter, der trifft ja gar nicht, oder was? Komm schon. Das ist doch ein Fake-Kampf. Gesiegt! It's all over! The champ is down! We have a winner! Vince looked kind of weak out there. He sure did. What's gotten into him? I needed people to see that. To see that I ain't nothing without that juice. I never had what it takes to be the champ. You deserve that prize, man. Thanks. You taught me what it means to be a fighter again. I won't forget this time. We love you, Vince! Thanks for putting it on the line for us every time! You're a true champ, man! Yeah! 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 Vince! 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 Vince!
Oh, hat er Tränchen im Auge? It gives me great pleasure to announce that the winner of the Rainbow is... This is bad. This is real bad. Huh? It's the Rainbow. It's gone. And all there was instead was this. And this letter, too. Looks like it's for you. Come and meet me in Dundrasil. I've something to show you. Don't worry about the Rainbow. It's safe with me. Jetzt doch Bodo, oder? What a shocking twist to end our tale, ladies and gentlemen. The grand prize snatched from under our champion's nose by none other than Old Man Rab! Will our hero journey to Dundrasil to claim what's rightfully his? How will it all end? I, for one, can't wait to find out! Dundrasil, huh? So it's back to where it all began. Genau dort, wo alles begann. Unstrittiger Champion von Erdrea. Scheiße, jetzt war ich schnell. Oh Mann, ey, er kann irgendwas drücken und das geht weg. Scheiße. Jo, Reise zu den Ruinen von Eschenburg. Gebiete in der Nähe. Ruinen von Eschenburg. Also, wir müssen da runter. Ja, so sieht's aus. Wurde der Schilderzweig wirklich gestohlen? Was für ein Desaster! Und es heißt, dass auch die gelbe Kugel verschwunden sein soll. Wer die Schuldigen sind, ist ja wohl ganz offensichtlich, nicht? Es waren eure Finalgegner, der lustige alte Mann und seine junge Partnerin mit den harten Fußtritten. Ja. Da kommt man nicht drauf. Schade. Schade. Erstmal. Speichern. Ganz wichtig. Alter, nerv mich jetzt nicht. Er verarscht mich doch. Aber was bist du eigentlich für ein Kauz? Hey, das ist doch der Champion. Ach, warum muss ich ausgerechnet an dem Tag arbeiten, an dem der Champion in die Stadt kommt? Am liebsten würde ich jetzt mit euch in die Schenke gehen, ein paar Humpen kippen und übers Kämpfen philosophieren. Könnt natürlich einfach die Arbeit hinschmeißen. Ne, lass mal du. Oh. So, dann machen wir so. Gucken wir kurz der Mäusle zu. Aber ich muss ganz dringend mal wohin. Sonst passiert ein Unglück. Tja, und dann werden wir mal zur Ruine gehen. Bin gespannt, was da auf uns zukommt. Hoffe, wir sehen uns gleich wieder. In diesem Sinne, bis gleich. Ja.
Warte mal, wo war der? Doch, hier war mal. Grüezi. Willkommen im Waffenladen. Womit kann ich euch helfen? Was denn du so? Zuckerstange. Der wird gerade mal um 2 besser. Hypnopeitsche. Ein 6, ja so. Okay, genau, was ich hier noch schauen will. Ja, tschüss. Wo war denn der Krammerladen? Das war der da nebenan. Aber der hat ja auch kein, wie heißt das Ding? Dingsbumswasser. Das kann es doch nicht sein. Eieiei. So, mein Wasser ist schon wieder leer. Komm, machen wir weiter, ja. Nein, du sollst das nicht kaufen. Eiwasser, nö. Du stellst mindestens 30 LP wieder her. Ach, Gegengift heilt auch? Okay. Ja. Toll. Mein Wasser ist fast leer und ich ja, muss ich nachher holen. Egal. Das mit Mana, das ist so ein bisschen, ne? Muss mal gucken. Ich glaube, ich habe hier nur ein Rezept gefunden, ne? Hier können wir noch reingehen. Ah, hier ist Rüstungsmacher. Vielleicht ein Buch rumliegen? Ja, das wäre zu einfach, ne? Nein. So, Eisenhelm. Wir gehen mal gucken, ob wir noch Dinger finden. Warte mal, irgendwo, da kann ich rein. Ah, hier war ich schon drin. So, hier oben hinten können wir auch noch rein. Ich glaube, da war der Bürgermeister, ne? Genau. Der Meister der Burg, die da hinten habe ich schon. Hier war sie und sonst auch nichts. Genau, und da war irgendwas drin. Haben wir schon geholt. War das nicht das Strumpfband, was da drin war? So, da haben wir den. Reicht eigentlich so von oben drin? Oder unten? Mal gucken. Servus. Oh, Frank. Ah, Federkappe. Echt, das eine Ding? Wow. Das ist nicht viel. Ja. Ja, da war der Bürgermeister. Nein. Ah, hallo? Ich kenne euch doch, ihr seid der Champion. Und ich weiß auch was Champion bedeutet. Es bedeutet, dass ihr der Beste seid, stimmt's? Aber das ist überhaupt nicht wahr. Meine Mama ist die Beste. Sie ist der Champion. Okay. Da kann ich ja hoch. Tja, jetzt müssen wir bis zum nächsten Turnier wieder ein Jahr warten. Das Knallen der Fäuste und Krachen der Kiefer fehlt mir jetzt schon. Ich glaube, du wirst es überleben. Oh, Kiste! 800 Gold, nice. Hört mal, ich weiß ja nicht, wer ihr seid, aber ihr wollt euch bestimmt nicht mit mir unterhalten. Ich bin ein Niemand, glaubt es mir.
Klar wäre ich gern wie Tom Scheuer und würde mich in der Arena feiern lassen. Aber meine Karriere ist etwas anders verlaufen. Ja, nimm's mit Humor. Also irgendwie ist das schon eine komische Stadt, ne? Die ist komplett zu. Aber gut. Hier gibt's nix. Wo geht's denn da eigentlich hin? War ich da schon? Oberes Twistambul. Was damals in Eschenburg geschehen ist, kann man bloß als Tragödie bezeichnen. Ich meine, die Königin hatte gerade ein Kind zur Welt gebracht und zur Feier gab es ein großes Fest. Und genau dann mussten die Monster angreifen. Das ist doch einfach nur fies. Und sie haben dort alles in Schutt und Asche gelegt. Das ist jetzt schon viele Jahre her, aber es macht mich immer noch traurig. Hier sind Samampfen. Nollen Feenwolle. Bonjour, Monsieur. Das hier ist die Ola Leike. Möchtet ihr sie einmal ausprobieren? Nein. Mais pourquoi pas? Keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Na schön, kommt zurück, wenn ihr eure Meinung ändert. Hoppala! Knoll Feenwolle, hier gibt es sehr viel Feenwolle. Wir sind wieder da. Wer ist da? Ah ja. Hallo Hübscher, du bleibst doch bestimmt bis heute Abend hier, nicht? Nun, dann kannst du mich auch genau auf genau dieser Bühne tanzen sehen. Ich bin übrigens Coco. Wir haben gerade morgen. Ah, wir werden geliebt. Ah nee, ich auch nicht. Die kann man auch nicht. Oh, die kann man. Manchmal schon komisch. 51 Goldmünzen. So, dann sind wir hier einmal rum. Irgendwo reingehen kann man hier nicht. Nee, man kommt hier nicht innen rein. Es geht wohl nur von unten. Okay. Tut mir leid, zur Zuschauertribüne geht's dort lang, aber außer bei Veranstaltungen bleibt sie für die Öffentlichkeit geschlossen. Na dann. Dann, glaube ich, schaffen wir hier soweit alles. Ja, da waren wir auch schon. Dann let's go raus. Umland von Eschenburg. So, da hinten können wir wieder was aufnehmen. Ja, das Ding ist ja... Ah,
Reise zu den Ruinen von Eschenmeer. Ja, ich würde ganz gern wissen, wie ich hier rauskomme. Hier so ein schillerndes Ding. Nerv mir nicht, dummes Viech! Alter, wie komme ich denn hier raus? Alter, hier geht's raus! Muss einem doch gesagt werden! Kann man denn nur einen Weg so dämlich verstecken, ey? So, wie müssen wir denn nur lang? Jo, darüber und dann runter, okay. Und dann da lang. Ah, geh doch mal rum da. Da hinten irgendwas. Also da ging es da unten durch, ja. Da habe ich keine Ahnung. Bis ich eine neue Idee habe, gehen wir weiter. Gucke da mal. Nein, ich habe da was vorher gefunden. Silbererz. Jetzt wollen wir. So, wir wollen plaudern. Perhaps. Warum sollte Bodo wollen, dass du dich mit ihm in Eschenberg triffst? Ob es wirklich nur Zufall ist, dass er deinen Geburtsort ausgewählt hat? Ja, wie es aussieht, gibt es nur einen Weg, das herauszufinden. Komm, marschieren wir los, mein lieber Hop Hop. Ridiculous. Ja, mir reicht's langsam. Immer wenn es so aussieht, als würden wir den Schillerzweig in die Finger bekommen, wird er uns vor der Nase weggeschnappt. Erst verkauft der Sultan ihn an einen Händler, dann wird er in Zwistambul gestohlen. Es tut mir in der Seele weh, wenn ich dran denke, wie viel Zeit wir darauf verwendet haben, dieses doofe Ding aufzuspüren. Was glaubst du? Ist der Zweig vielleicht irgendwie verflucht? Wer weiß? I wonder. Ich warte in Eschenburg auf dich. Es gibt etwas, was ich dir zeigen möchte. Du standest doch in der Nachricht, nicht wahr? Worum es sich dabei wohl handelt? Schließlich ist Eschenburg nur noch eine Ruine. Was könnte jemand uns dort wohl zeigen wollen? Das ist eine gute Frage. Mann, wir sind diesem Opa ganz schön auf den Leim gegangen. Der Schillerzweig ist nur der Köder. Er versucht dich damit zu sich zu locken, der Tigerle. Frag mich nicht, warum, aber ich weiß einfach, dass ich richtig liege. Komm schon, gehen wir nach Westen in Richtung Eschenburg und finden wir heraus, worum es bei der ganzen Sache geht. Willkommen! So, was hast denn du zum Kaufen? Kampfgabel? Mantel des Meidens. Mit dem man Angriffen einfach entgehen kann. Okay.
Chimärenflügel, Seidenblüte, magische Tierhaut, aber keine Mana-Tränke. Langsam glaube ich echt, hier gibt es keine Mana-Pötte zu kaufen. Dann... speichern wir. Knapp 26 Stunden schon. Möchtet ihr jetzt fortsetzen? Ja, wollen wir. Und dann... ausruhen. Bis zum Tagesanbruch.